meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen in einem neuen Türchen meines Jahres-Highlights-Adventskalenders. Heute sind wir schon am 20. Türchen und ich möchte euch ein High-Fantasy-Highlight des Jahres vorstellen. Und zwar Windherz von Erik Kellen und Mira Valentin. Ja, Erik Kellen ist mir kein Unbekannter. Ich habe die letzten Jahre seine Nimmerherz-Reihe verfolgt, weggesuchtet, abgöttisch geliebt und war sehr traurig, als sie nach Band 5 dann zu Ende war. Ich war total begeistert, als ich hörte, dass etwas Neues von ihm kommt, und zwar die Lichtsplitter-Saga. Es wird eine vierteilige Reihe und ich habe lange überlegt, ob ich den Auftakt der Reihe hier mit hineinnehme, weil es ist natürlich immer schwierig, wie entwickelt sich eine Reihe und wo geht es hin. Aber sie musste hier rein, denn mich hat Windherz absolut begeistert. Es ist High Fantasy, wie ich sie liebe. Es ist eine Welt, die groß ist, die episch ist, die so viel Potenzial noch hat, um in den anderen Teilen zu wachsen, um groß zu werden und um uns wirklich zu fesseln. Mira Valentin hat mir tatsächlich vorher gar nichts gesagt. Ich kannte nur Erik Kellen, war aber natürlich gespannt, wie die Aufteilung in der Geschichte sein wird. Es bietet sich an, dass wir einen Nordmann haben, der uns seine Geschichte erzählt, der ja im Grunde ein sehr einsames Leben als Jugendlicher erlebt, weil er doch mit seinen dunklen, rabenartigen Haaren einfach anders ist als alle anderen im Norden, der loszieht, auf die See geht und ja, so ein bisschen die Welt entdeckt, uns diese Welt auch zeigt und ja, doch irgendwie auch eine Verbindung hat, und zwar zu einer Prinzessin, die eine Gabe hat, denn ja, in ihr schlummert der Wind, der Sturm, und ihr Vater, der König des Landes, ja, der will eigentlich gar nicht, dass das irgendwie ja nach außen kommt, und gerade als ein sehr böser Sturm von ihr irgendwie erweckt wurde, ja, sperrt er sie ein, lässt sie nicht mehr zu ihrer Mutter und lässt sie von der jüngeren Töchter im Grunde, was die jüngere Töchter, Tochter, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, lässt er sie erziehen, und ja, wir merken in diesem Perspektivwechsel definitiv, dass Erik den Nordmann geschrieben hat und Mira wahrscheinlich dann tatsächlich die Prinzessin. Man merkt es im positiven Sinne. Eine Welt, die groß ist, die wunderbar uns näher gebracht wird in Band 1. Wir erleben den Norden, wir erleben den Süden, wir sind im Meer. Wir merken, was es hier mit den Elementen auf sich hat, mit dieser Windgabe, mit diesem etwas Magischen. Das wird uns hier erzählt, wie tiefgründig diese Charaktere angelegt sind, wie, ja, wie unglaublich groß auch einfach diese Welt ist, dass die Charaktere sie selbst gar nicht greifen können. Und ja, wir erfahren natürlich im ersten Teil, es ist ja im Grunde nur ein Viertel der Geschichte, wir fangen natürlich an, die Welt kennenzulernen, die Charaktere zeigen uns ihre Welt, zeigen uns die Dinge, die ihnen wichtig sind. Wir erfahren Dinge natürlich durch die Augen der beiden Charaktere, und das schaffen beide für mich wirklich auf großartige Art und Weise. Bei Erik ist alles ein bisschen tiefer, ein bisschen bildhafter, ein bisschen, ja, einfach, ja, größer, während bei Mira alles ein bisschen, ja, weiblicher ist, ein bisschen schneller, rasanter und auch so ein spezielles Auge auf die Dinge hat. Ich finde beide Perspektiven sehr, sehr gelungen auf ihre Art und Weise, finde es toll, dass man diesen Unterschied durchaus spürt und der auch der Geschichte so eine gewisse Dynamik einfach gibt. Zudem ist dieses Worldbuilding einfach unglaublich gelungen. Ich liebe diese Welt, ich liebe beide Charaktere. Ich habe mich ja direkt natürlich in den Norden verliebt, obwohl ich ja sonst eher ein südlicheres Sonnenkind bin, aber man merkt einfach diese Leidenschaft, die beide beim Schreiben wahrscheinlich gespürt haben. Und ja, das ist absolut in diesem Buch drin. Eine Wahnsinns-High-Fantasy-Geschichte, wo ich mega gespannt bin, wo der Weg noch hingeht. Der zweite Teil soll tatsächlich jetzt noch im Dezember erscheinen. Ist er vielleicht bis zum Video tatsächlich auch schon erschienen? Findet ihr die Info auf jeden Fall in der Infobox. Und ich, ja, bin total angetan. Ich bin mega gespannt, wo diese Reise hingeht, wie beide Charaktere irgendwie dann doch nochmal irgendwas miteinander zu tun haben, welche Wege sie einschlagen werden, wo diese ganze Geschichte hingehen wird. Und ja, es ist einfach High Fantasy, wie ich es liebe. Es ist einfach groß, es ist wunderbar erzählt, es ist eine Hammerwelt und es packt und fesselt mich wirklich unglaublich. Und ich ja, habe, glaube ich, mein Herz tatsächlich an Caden, ja, den Nordmann, ich wollte von hinten auch nochmal zeigen, den Nordmann verloren, und ich finde auch die Aufmachung einfach großartig. Also wahnsinnig gelungen. Ich glaube, das Cover ist ja vom bekannten Alexander Kopeinski, ich hoffe, man spricht ihn so aus, den man ja durchaus in der High-Fantasy-Cover-Welt kennt, und ich finde es auch mega gelungen. Also ich bin hin und weg von diesem Auftakt dieser Reihe, und ja, ich finde es wirklich großes High-Fantasy-Kino, und mir hat es unglaublich gut gefallen.
Und ja, damit schließe ich das 20. Türchen, wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!